Zickenalarm am Tatort-Set. Helene Fischer versucht sich jetzt als Schauspielerin. Zickenrolle für die Schlagerprinzessin. Helene Fischer ist ein absolutes Multitalent. Sie singt und tanzt und startet nun auch noch als Schauspielerin durch. Allerdings nicht irgendwo. Nein, direkt an der Seite von Til Schweiger im Tatort. Ob das gelingt? Einer, der es wissen muss, ist Sängerkollege Stefan Gwildes. Helene Fischer ist, ich weiß es nur von Musikerkollegen, die auch schon mit ihr zusammen gespielt haben, das ist ein Energiebündel. Die hat Hummeln im Arsch. Wenn die was anfängt, dann glaube ich, wird sie das auch gut hinkriegen. Die macht ihre Sachen richtig und so. Ist natürlich ein bisschen aufpassen, dass nicht so viel wird, aber Helene hat eine große Energie und die muss einfach auch schön aktiv auch verpulvert werden. Mit ihrer Energie ist Helene im Tatort sicher genau richtig. Nur in welche Rolle schlüpft sie da wohl? Ich würde das spannend finden, wenn sie die böse Wichtin spielen würde. Weil das ist eigentlich so, das finde ich also vom Schauspielerischen her ist immer das Interessanteste. Auch die wirklich dunklen Seiten, die Sachen, worauf man meist gar keinen Bock hat, die preiszugeben oder von denen was zu sagen. Also das zu spielen oder damit umzugehen, das finde ich hochinteressant. Die Schlagerprinzessin als Fiesling, das wäre wirklich eine spannende Verwandlung. Spannend wäre es, auf jeden Fall, wenn sie so eine richtig miese Zicke spielen würde, wie sie das hinkriegen würde. Wie ihre Rolle tatsächlich ausfällt, bleibt allerdings abzuwarten. Nur so viel sei verraten. Helene wird die TV-Zuschauer als Layla auf Trab halten.